kreisen jetzt schon seit Stunden. Na komm, probier die Tür nach. Was war das? Hä? Was war das denn? Ich benötige mehr Zaun. Ja, eine Balliste. Ja. Oh, was ist denn für ein komisches Symbol auf der Map? Die habe ich gerade zerstört. Eiskalt zerstört oder einfach mit seiner stumpfen Axt? Weißt du, ich bin so awesome. Ich hab die einfach mit meiner Krassheit zerschmettert. Weil ich bin so. Hey, da sind noch Hilfe. Weil ich bin so krass. Ich bin ja MC Holt. Zeit waren die Vorboten der Pestilenzen. Oh, du arbeitest bei Sat 1. Bist du bei Arbeiten bei Sat 1, Alter? Ich bin hier der krasseste Richter in dieser Vault. Ich weiß überhaupt nichts mit Sat 1 zu tun. Von ihnen einen langen, mit Gift durchtränkten Arm. Warum sie alles warum jeden töten konnte. Sat 1? Außer Asmodan selbst. Du bist ja auf Sat 1. Wieso ich jetzt auf Sat 1 bin? Auf Sat 1 läuft es nicht mehr. Schon seit mindestens 2 Jahren oder so. RTL. Nö. Da läuft das auch nicht mehr. Weißt, die haben das einfach aus dem Fernsehen verbannt, weil ich war zu krass für die fürs Fernsehen. Darum bin ich jetzt auf YouTube. Okay, wer sind die? Was haben sie denn abgegeben? Ich bin der MC Howard und wow, bin ich ganz durcheinander gekommen. Ja, ich bin der MC Howard und der krasseste in dieser Vault. Der Copyright. Ja. Copyright Zeug. Einfach, weil ich diese Stimme nachmache. Also, ich bin der MC Howard und ich bin hier der krasseste in dieser Vault. Yo. Dieses Yo. Wow, ist das so ein Trümmer-Symbol da drauf? Cool. Ich sehe das, ne? Und Land. Ja, Asgard Hex an. Ja, Asgard Hex an. Was ist denn das Hex? Lieber, ich verabscheue nichts mehr als Versagen. Ja, was ist das? Papa, Mann, das ist nervenvoll. Wenn sich einer von euch unsicher sein sollte, werde ich ihn gern schnellstmöglich in den Kreis des Zorns werfen lassen. Unser Feind ist stark, doch er kann das Dämonentor nicht durchqueren. Nicht genug Zorn. Sichert es, oder euer jämmerliches Leben ist verwirkt. Quest beendet. Ich brauche meine Belagerungswaffen nicht, um euch zu töten. Noch mehr. Ihr seid von meinen Armeen umzingelt. Ich war zu voll, die Gegner. Armeen? Welche Armeen? Ich habe euch auf den Mauern der Bastion besiegt. Ich habe eure Belagerungswaffen auf dem Schlachtfeld. Das ist aber ziemlich krass. Man kriegt dauernd wegen der Linie. Was macht er? Was hat er Blizzard bezahlt? Ach du heilige Scheiße. Wer war's wo? Alter Asgard. Huh? Mach jetzt 9000 Schaden. Oha. Ohne Edelstein drin. Oha. Mach 9910 Schaden. Mit Edelstein. Ja. Kommst du nicht meine Erinnerung? Es kursieren Gerüchte, dass die Kreuzritter zurück sind und nach Westen ziehen wollen. Sind diese großen blonden Krieger? Sie sehen ganz anders aus als die Kreuzritter, die vor 200 Jahren aus Travinzan loszogen. Plus 2000? Ja, ich habe eine Chance von 25%, dass ich 2000% mehr Waffenschaden mache. In Feuerschaden. Oh shit. Beides ist eine Menge. 2000 ist mehr als eine Menge. Das ist Wahnsinn! Oh, da ist Tyrael. Wo, hier müssen wir hin? Ich konnte nicht länger untätig zusehen, während ihr euch Asmodan stellt. Viel Zeit ist vergangen, seit ich zuletzt den Nervenkitzel des Kampfes gespürt habe. Die Zerstörung. Oh, geh mal weg, du Fettsack! Waffen ist unerheblich. Hoffmann. Mit jeder Stunde strömen mehr meiner Streitkräfte aus dem Höllenschlund. Ja, wir brauchen aber nicht mal eine Stunde, um dich zu besiegen. Bald werden sie eure armselige Bastion dem Erdboden
Mutige Worte, Asmodan. Dann aber haben, machen wir dann schon. Einzige, was ihr uns noch entgegen. Moment mal. Er hat Vorfeld gesagt, seine Belagerung, diese Störung der Belagerungswaffen ist unerheblich. Zuvor hat er doch gesagt, er braucht sie gar nicht. Der Gerechtigkeit neu zu schmieden. Ich freue mich darauf, es endlich einmal im Einsatz zu sehen. Lasst uns aufbrechen. Gerechtigkeit hat gesiegt. Eldruil. Alter, dieser 2000%iger Schadensmittel. Ich bin nur ein Späher. Ich sollte das Schlachtfeld von diesem Turm. Wir müssen. Wollen wir dem Speer nicht helfen? Was ist der? Bei dem Foxy ist. Ja, Foxy hat mit so einem Typen geredet. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Moment mal, Tyrael rennt doch jetzt nicht allen Ernstes zurück zu Foxy, oder? Obwohl er mir folgt. Oh. Ich glaube, der hat so einen Foxy-Fetisch, der, Wo war er? Ja. Oh! Wie lange? Hey, Türe ist wieder bei uns. Ja, der will hier so mit Empty Hold rumchillen und so. Wer sind Sie und was machen Sie in meinem Garten? Nackt. Also, Zillot, wer sind Sie und was machen Sie nackt in meinem Garten? Hat Foxy den gerade gemacht? Ja. Oh, cool. Erstmal schießen bekommen. Danke, Foxy. Helft mir! Ich kann mich nicht bewegen! Ich fühle mich ein wenig mitgenommen, aber es geht schon. Ich danke euch. Machen wir weiter. Mitgenommen? Wie kann man sich denn mitgenommen fühlen? Ist es so, wenn jemand einen an die Hand nimmt und ihn dann so mitnimmt? Oder wie soll ich jetzt denken, wie man sich mitgenommen fühlen kann? Wieso kotzt das Ding? Geh weg, hör auf zu kotzen. Was kotzt? Der dämonische Höllenbringer, der hat da voll hingekotzt. Komm, Oskar. Der Boden, der ist da gar nicht mehr schön. Yo, ich bin der Empty Hole und bin in dieser krassen Vault. Oskar? Hm? Fox, wo bist du? Das Gold einsammeln. Der läuft uns hinterher. Oh, guck mal, Brückenlager. Oh, guck mal, da ist ein Schmied. Oh, oh. Gavlan. Gavlan Wheels, Gavlan Deals. Ich hab's mit dem Abenteurerleben versucht. Das war nichts für mich. Zu viele Schmerzen, zu wenig Profit. Oha, zu viele Schmerzen, zu wenig Profit. Wollte ich gerade sagen, zu viel Profit, zu wenig Schmerzen. Ich habe einen Part, der heißt Yay Färbemittel. Den hier nenne ich Yay Färbemittel 2.0. Mhm. Ja. Weil ich mir Färbemittel gekauft habe. Wir kommen natürlich jetzt auch in den legendären Stand. Nein, denn schade. Du nicht. Was zahlt der Blizzard denn bitte, dass dass er hier immer 10.000 legendäre Gegenstände kriegt? Hex. Ja, Hex. Hex mit X. So Hex. So Haks. So Haxen. Schwing deine Haxen und so. Das
besiegen wir noch kurz Asmodan, dann haben wir auch schon fertig das Kapitel. Ja. Aber bis wir zum Arsch geleckten Modan kommen oder so. Das war schon da. Ja. Da. Hier. Jetzt kommen wir in die hier in Asmodans Vault. Das Dämonentor, bitch. Davor aber noch einer so ist. Eldruin wird das dämonische Siegel zerstören, das dieses Tor beschützt. So, da sah auch mal anders aus. Rennt weg wie so ein kleines Kind, Son Gohan. Und ja, ich muss alles mit Son Gohan vergleichen. Und hier würde ich gerne Body Tank machen. Body Change now! Body Change. Bestialisch, cool. Oh, ein Ring. Ich hab gar nichts gekriegt. Ich komme mit dringenden Neuigkeiten. Lea hatte. Das Dämonentor ist zerschmettert und die Armeen der Höllen erwarten uns, gestärkt durch widerwärtige Sündenherzen. Ich werde sie alle töten, bis nur noch der Herr der Sünde übrig ist. Und dann werde ich auch ihn töten. Genau, er tötet alles, bis nur noch der Letzte übrig ist. Musst du denken, ein Gegner, der rennt so von dir weg und du rennst einfach so durch diese halbe Hölle durch. Oh nein, das wird Dämonen kaputt machen, Herz, ey. Das Level 48, unfairer Spielvorteil. Du levelst zu schnell. Geh weg. Ja, das nennt man Sockel. Edelstein. Für 21% mehr Erfahrung. Ich freue mich schon auf den Kampf. Sollte ich auch mal machen. Nein, solltest du nicht. Oh doch. Da muss, damit ich dir das wieder, da gleiche ich das wieder. Damit ich muss das ausgleichen einfach, also. Für den einzelnen unserer Spielvorteil in Dragon Ball, Diablo und haben doch. Ja, von Level 36 gleich auf 60 kommen. Ey, das war was Fresse. Trotzdem, du bist so ein kleiner Cheater. Ich glaub dir sowas gar nicht, wenn du sagst, es ist verbuggt oder so. Aber unfaire Spielvorteile in Civ und sonst wo, ja. Einfach wirklich Spieler haben immer unfaire Spielvorteile. Also, du levelst doch nicht vor, unfairer Spielvorteil. Saints Row, was machst du? Unfairer Spielvorteil. Statt dir Autos. Leben ist ein unfairer Spielvorteil. Ja, da, ich weiß, dass dein ganzes Leben unfairer Spielvorteil ist. Nein, dann musst du das gehört haben. Dein. Wieso? Nee, deins. Du hast doch gerade selber gesagt. Nein, du warst dein. Du warst der Erste, der damit angefangen hat. Nur weil ich mal gesagt, ja, ich habe mir mal einen Laden, beispielsweise bei Saints Row, einen Laden gekauft. So im Singleplayer. Unfairer Spielvorteil. Ist das so, du hast viel mehr Geld bekommen als ich. Ja, natürlich. Sagt der dann einfach mal 5000 mehr bekommen hat. Stimmt doch gar nicht. Doch. Nein, ich hab das schon in Dark Souls angefangen, wo du irgendwie eine Million Seelen hattest oder so. Das könnte. Stimmt ja, unfairer Spielvorteil. Einfach nur, weil ich immer diese Gegner in den Leuchtfeuern abgefarmt habe, was ja auch selbstverständlich ist. Nein, eben nicht. Doch! Dein abscheuliches Volk ist. Da hast du deinen Gegner und du hast 7 Millionen Seelen mehr als ich. Jetzt, mittlerweile habe ich 2 Millionen Seelen mehr als du, also. Nein, das stimmt nicht. Doch. Nee. Doch. Hab ich nicht gesagt, ich hab mal irgendwie ein paar gecheatet? Wieder auf das normale Level zu kommen mit dir. Du hast mir gar nichts gesagt. Ich weiß nicht, das habe ich irgendwann mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob Glück gezielt habe. Ich muss kurz sagen, ich muss irgendwann nachgucken. Dabei, ja. Du dreckiger kleiner Schieße, wo ist überhaupt Foxy?
Der ist schon. Achso, ja, der ist schon vorausgelaufen. Ja. Oh, ich hab die Stille gehasst, weil die einfach so lang ist. Ja. Wir könnten auch theoretisch ganz einfach durchrennen. Komm so auf, gleich schießen hier. Warte, hier sind solche blauen Gegner. Ich will deinen Loot haben. Noch nicht. Bloß scheitert das wieder mit dem Durchrennen einfach an dem Verlangen nach Loot. Oh, Loot ist wichtig, Mann. Oh, ihr habt meine Töchter kennengelernt, wie ich sehe. Genießt. Was bist du? Geh weg! Sei. Das erinnert mich hier noch an das, als wir auf dem MTS da waren, wo dieser komische schwule Kerl dahergekommen ist. Ja. Bursche. Komm mal schon. Warte, da hinten ist eine Truhe. Greifen mich nervige Gegner an, ich muss ja leveln. Oh, ein Brustpanzer mit drei Sockeln. Oh. Bei mir hier. Warte, Chili Boy. Warte mal, eure warte mal, Chili Boy. Gefällt mir. Jeder Schritt bringt euch mir näher. Wo bist du denn? In der Bastion. Oh. Ich kehre in die Stadt zurück. Wieder legendärer Gegenstand in meine Kiste tun. So. Ich hab keinen Platz mehr. Doch, muss man wieder ein neues Lager verkaufen. So, wie Stufe 70er Zeug. Stimmt, ich könnte mal nachgucken, was ich als ausrüsten kann eigentlich. Die drei hier. Weil sogar 13.000. Habe ich nicht schon mal erwähnt, dass du so ein kleiner Cheater bist? Weil ich so viele legendäre Gegenstände ausgerüstet habe, ich habe glaube ich ein. Ich habe zwei legendäre Ringe sogar. Oha, ich habe mehrere legendäre Ringe. Ja, yeah, ausgerüstet. Ja, fünf Stück. Ich habe 95. Foxy greift Profit der Gefallenen an. Oha. Mhm. Will Foxy exklusiv Inhalte auf seinem Kanal haben? Ja. Mhm. Die er uns vorenthält? Er zwingt seine Displays zu gucken. Er ist mit Zoom teleportiert. Nein, Mann. Ihr seid euren eigenen Weg gegangen. Ich freue mich schon auf den. Wie lang gegangen? Links gegangen. Wie links? Da ging ja am Anfang da ging das noch links. Was? Wo zur Hölle bist du? Da wo ganz viele Gegner sind. Mein einfaches Opfer. Okay. Gar nicht. Da war noch ein links gegangen. Ihr seid ja nicht alle gegangen diesmal. Ihr seid ja nur durchgewartet.